Herzlich willkommen im Atelier von Dr. Bernhard Meyer. Alles ist möglich. Hallo, heute geht es um eine ganz spezielle Geschichte und zwar um das HPA. Das ist eine Hidden Protected Area auf einer Festplatte. Wie kann man sich sowas einfangen? Also, ich habe Folgendes gemacht. Ich hatte versucht, über Windows ein Systemabbild herzustellen. Das hat dann alles nicht so funktioniert, wie ich wollte. Und dann anschließend hatte diese Festplatte, wo ja da ganz eindeutig angegeben ist, 80 GB, plötzlich nur noch 61 GB. Tja, da dachte ich mir, da muss man doch irgendwas machen können dran. Dieser HPAs, diese Protected Areas, sind von Windows nicht wirklich erkennbar, nicht für den Benutzer erkennbar. Also Windows hat sich gedacht, dass es das Systemabbild in diesen HPA-Bereich reintut. Das hat nicht funktioniert. Mit dem Wiederherstellen möchte Windows ja auch nicht, dass man an diesen HPA-Bereich drankommt. Versuche mit checkdist/f/r haben nichts gebracht. Dann bin ich hingegangen und habe hier Computerverwaltung aufgerufen, weil das der Weg ist, um an die Datenträgerverwaltung zu gelangen. Und hier sieht man, ich habe einmal meine Systempartition. Auf dem gleichen Datenträger habe ich auch noch ein weiteres Volume. Alles schön und gut. Und hier haben wir das Problemkind. Eine fehlerfreie primäre Partition und sonst ist da nichts. Das heißt, die anderen schlapp 20 GB sind weg. So, alle Versuche mit Windows, das wiederherzustellen, funktionieren nicht. Das Einzige, was man machen kann, ist, man benutzt ein anderes Betriebssystem. Und zwar Linux. Dazu lädt man sich eine solche DVD runter, brennt sie und fährt jetzt den Rechner einmal mit Linux hoch. Indem man diese DVD beim Starten einlegt, dann wird von der DVD, wenn so die BIOS-Einstellungen sind, als erstes gestartet und man bekommt sein laufendes, lauffähiges Betriebssystem von Linux. Das dauert jetzt ein bisschen. So, wie man sieht, hat man hier ein komplettes Betriebssystem Linux von der DVD gestartet mit den verschiedensten Programmen, die auch schon vorinstalliert sind. Darauf einzugehen, würde jetzt aber zu weit gehen, weil es geht ja nur darum, den HPA-Bereich zu löschen. Dazu klicken wir unten auf das LTX-Terminal, um das aufzurufen und geben als erstes SU ein, um nach Root zu gelangen, das heißt als Administrator zu arbeiten. Dann müssen wir uns angucken, welche verschiedenen Laufwerke überhaupt da sind. Das geht mit ls für List und dann blk für Block. Und man sieht jetzt hier, wir haben einmal die SDA, das ist die Bezeichnung, die Linux verwendet, für das erste Laufwerk. Mit den Unterpartitionen SDA1, SDA2. Erinnert euch, da war jetzt gerade ja C und D, die beiden virtuellen Platten, die da waren. Außerdem gibt es noch ein SDB. Und genau dieses SDB hat diese 62 GB, die eben eigentlich 80 GB sein sollten. So, um das jetzt zu bewerkstelligen, gibt es eine sehr gewaltige Maßnahmemöglichkeit, ein Befehl. Und zwar ist das hdpam mit der Einschränkung minus groß n, def für device und dann eben dieses sdb können wir uns angucken.
was ist denn da überhaupt los? Und der zeigt zum ersten Mal, was Rubinus nie tun würde, zeigt an, es sind hier 13, hau mich tot, von 15, hau mich tot. Blöcke, Sektoren, aktiv. Und dahinter steht, HPA ist enabled, also ist möglich. Da ist ein HPA sozusagen drauf installiert. Und jetzt gibt es einen Befehl für dieses HDPAM, Parameter, mit denen man das füttern kann, die eben bewirken, dass man hier die Blockzahl wieder erhöht. Von 13 auf 15 und hau mich tot. Also, das geht über HDPAM. Dann minus N und P für permanent. Und jetzt gebe ich an, was genau die Blockzahl ist, die von da an permanent da sein soll. Und natürlich wieder angeben, welche Device, welches Laufwerk im Grunde genommen gemeint ist, nämlich SDB. Und jetzt denkt ihr, das wäre jetzt soweit fertig? Nein. Oh, doch. Okay. Also keine Fehlermeldung und er sagt jetzt, das ist soweit okay. Nochmal könnte man eingeben, jetzt dieses HDPAM. Er soll noch mal sagen, was da ist. Okay, alle Sektoren sind da. Schön. Damit wir das jetzt auch wirklich permanent haben, das heißt auch nach Abschalten, dass alles so ist und bleibt, sollte man jetzt tunlichst die Festplatte schon mal formatieren. LSBLK noch mal angucken, was da ist. Der glaubt ja auch noch, dass noch 62 GB da sind. Also müssen wir vielleicht auch erstmal den Datenträger entfernen. Ihr seht, er ist weg. Nochmal wieder einschalten. Na, dann langsam. Da ist er. Nicht formatiert, wie ihr seht. Und also es ist jetzt keine Unterzweig dran mit SDAB oder sowas. So, jetzt sudo gepartet funktionieren. Quatsch, g einfach so g. Und jetzt hat er hier dieses das Teil und ihr seht ungefähr 75 GB hat das Teilchen jetzt auf einmal, was übersetzt irgendwie dann diese 80 GB wären. Und ich habe jetzt hier, ich muss das Ding jetzt noch zu einer neuen Partition machen und ich achte darauf, dass ich beim Dateisystem natürlich das nehme, was Windows auch erkennt, nämlich NTFS. Das ist die eine Sache. Und diese Geschichte möchte ich halt auch durchführen. Und die anstehende Operation wird durchgeführt. Wir schließen. Er aktualisiert sich nochmal gerade und wir können gucken, es sind eben jetzt beide Devices da. Das Teil können wir ausmachen. Hier können wir nochmal uns angucken, was dieses Dateisystem jetzt sagt. Okay, hier ist eine Partition entstanden. Es ist 74 und Gigabyte groß. Und das war es jetzt erstmal mit Linux. Hier schalten wir diesen Terminal aus und hier unten einfach abmelden drücken. Es erscheint die Variante, was man will.
Und da würden wir dann gleich den Shutdown machen, also das ganze Teil runterfahren. So, nachdem Windows jetzt wieder hochgefahren ist, gucken wir uns mal an, was passiert ist. Eigenschaften von diesem Laufwerk. Das Teil hat jetzt wirklich hier freien Speicher 74,3 GB. Und hier sieht man auch noch mal, was das heißt, 80 GB zu haben. Man hat nämlich hier 80 Punkt hau mich tot Bytes und damit wieder den vollen Umfang der Festplatte, wie es sein sollte. So, ich hoffe, ich habe euch geholfen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Viel Spaß, tschüss.